Sonst werde ich wieder 6000 Mal sterben. Durchschalten. Bis zum Naja, bitteren. ich weiß, dass ich 6000 Mal sterben werde. Du schaffst das. Hält man den Finger oben, wird man die Schlob. Guck, die Tiere sterben alle. Menschen sind so ekelhaft. Sie wollen sie nicht mehr Na gut. essen. Dann sage ich bis morgen irgendwann oder Sonntag, je nachdem. Okay, bis dann. Alles ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Zerstöre Gasextraktor Alpha in den Seidenwäldern. Ich weiß nicht, ob der zu lange braucht, für zu chasen. Oh mein Gott. Wir haben 100.000 Leute. Schieß los schon. Meg Internet. Oh mein Gott. Schalte den äußeren Erdbebenturm ab. Schalte den Erdbebenturm. Schließe. Ja, mein Arsch auch, ne? Und so schnell ist es, YOLO. Das sind 20 Leute. Boah, bleib doch nur stehen. Gut, wisst ihr nur deinen Platz, du kannst drauf scheißen. Scheißen drauf, es stirbt nicht. Da stirbst aber. Beam bei. Es versteht nicht. Es versteht wirklich nicht. Die war versucht, die größte Schmori. Ja, wenn es jetzt halt kein Spruch wäre. Ich bleibe nur stören, dann lass uns scheißen. Ja, das kann ich nicht mit dem Controller spielen. Okay. Tatsächlich. So, dann, was holen wir denn wie ein Gage für den Start zu machen? Holen wir Wasser, holen wir. Hol mal Bierchen. Ich bin in so einer Bankis-Insel. Wie nennt man das als Chase-Start? Gimme Town. Bob Hausen.
Ist schon eindeutig keine Taktik für der Teil zu machen. Guck, er löscht hier, wenn ich rein. Guck, ich sehe sie von Handeln. Oh, egal. Oh, scheiße, ja. Von Superbären, wenn ich klicke. Ich denke, das spielt ja. Also, ich kann das erklären. Also. Du spielst mit Feuerbo. So. Hi! Wenn du hi na klickst, kannst du den Waffe wechseln. Du hast das. Du hast das. Und du hast das. Das ist die Granate. So. Ja, du musst, ne? Du gehst fürs Zielen. R2 für zu schießen. Voilà. Wenn du hi drückst, gesagt, wo alles der Trotzige Gegner. Die mussten alle fort. Voilà. Und die Rotmaschinen gehen natürlich nicht voll Futti man bauen, ne? Und ich kann die aber nicht was, weil die anderen dafür nicht alles mitkriegen. So, und dann? Das muss ich machen. Ich weiß auch nicht, was das passt, also ich kann das nicht erklären. Aber, du sind auch noch München, also sie sind Maschinen, die kriegst du praktisch gut nicht fragt so. Und dann gehen nach München, die trippeln auch unterm. Aber guck, wenn du die so schießt, mein Bo, stirbt die nicht. Guck. Voilà, der geht zu stänkisch. Und dann kriegst du dann, dann kommen sie alle, ob du schießt, und dann stirbst du. Und dann passt er. Das bringt mir mit der Tölle dann nicht im Spiel. Voilà, und da passt er. Ich geh mich schnell becken. Du brauchst ihn nicht, Mann. Viel zu schwammisch. Ah, das ist viel zu schwammisch. Kontroll. Nee. Hier ist eine dumme Gegner zu sehen. Du. Schatz, wenn sie mir noch kommen. Nee. Und du kannst dich heilen am Pfeil rüber. Zweimal, dann hast du oben. Nur wenn man davor kommt. Nimm ihn zweimal, ne? Du bist noch einmal. Also du von seinen Pops. Ich
Links ist ein Maschinen, die nicht so gesehen, ne? Ah, okay. Pardon. Wo Babo scheren die Schnitte? Wunderschwitzt mein Kevin. Okay, kein Stress. Fragst du nicht gesehen. Fick den. Leck mich am Arsch. Hele. Oh. Ja, du willst gucken nicht permanent, wie sieht man. Ja, wie machen sie tun? Ja. Rum drum sneaken. Ja, das sneak nur. Das sneak du. Ich bin da für dich schon eine Stunde lang gesneakt bei dem anderen. Ich guck den Grundkurt, ob sie Dinger du geschossen wie orange, der das sind schwarz steil, gell? Weil du blinkt. Mir schon noch drauf geschossen, das nicht spricht. Okay. An den Dingen, also du musst all die Zähne du machen und dann kriegst du am Anfang nicht mehr hier, wenn sie so gewaschen gemacht hast. Das war ein bisschen wiki-wiki. Oh Gott. Aber der Traut getötet dich gesehen. Das Schäden noch nicht gesehen. Du kannst so einfach fortlaufen in den Busch und hoffen, dass du da nicht dran drüber. Ja, du verstehst, wieso ich mich so abkriege, ne? Alle Menschen nicht gesehen. Was? Das ist ein Fass, hat die explodiert. Papo? Jo? Nice. Du wolltest einfach nur mal Papo sein. Nee. Nee, das ist Far Cry. Schieß nicht, wieso hast du geflippt, die Filon? Bei den Schuss der Schäle kannst du die meisten Beben da sehen. Und ich meine nicht, dass der Beben findet. Und da sind so kleine Knospen drin. Ah, salut Kim, ja, wir sind am Discord. Was? Du Kim hast du. Kim hast du. Ah, kann nicht sein, dass du den Kim noch alle, dann musst du auf jeden Fall weil er gesagt hat, nicht? Ja, der Kim könnte nicht hören. Der hat schon gewollt. Okay. Das ist schon kein Lust mehr, dass permanent Leute daran joinen, die mir einfach nur um den Nerv gehen. Die kommen so rein davon. Wie, dann schreibt sie da ganz selten. Nee, mir so viel aus zum Beispiel zu oft rauskommen. Der hat das selber gesteuert. Ich spiele mich aggressiv.
Das sind nicht mehr Ringe, das scheint irgendwie. Dann die Besinner sein, so er nur unten einen Helikopter könnt. Den musst du dann nur noch waschen. Mal guck, ob es den regt, die Dinger da. Nee, das bringt gut nichts. Für die Schäfer und dagegen explodieren, wisst ihr? Guck. Das tut gut nichts, nicht. Perfekt Name, oder? Komisch. Sie? Sie treffen nonstop. 100% Prezi. Okay, Respekt. Stopp, die Fasserschäse, da kriegt sie ja noch vielleicht so mega hier. Ja, ich meine aber auch nicht mehr, wenn man bei einer gewissen Distanz steht. Ja. Wenn ich rum einen Zentimeter zu weit steht, dann verliert er nicht mehr. Ist sie nicht gemacht, hier so zu sneaken? Schöne gern. Und plus die Angst, sie mega, mega so. Wenn du an Trick gehst, weit wasch, dann löst du dich rum ab. Papa, guck ich gut, ob es nicht cool ist, ob du da bist. How delightful! Another letter from our erstwhile. Ich hätte sogar meinen Namen drauf. What's up, honey? Ja. My sister love you. Oh. Gut, nicht von deinem Argent. Es hat jede Range mehr gemacht. Und jede Range zu anderen Motiven drauf. Lineage traced back to the great Hayden. Penibel gelacht. Penibel gelacht. Witzigerweise hat ein Dick vielleicht Champusgläser drauf. Öffnet. Wieso? Wieso? Ich meine, das ist doch. But I told her that ain't funk. That's classical. Oh Gott, schau mal, Fehler, das hat glaube ich geschossen, wenn er rüber. Du musst essen, das stirbst du. Hol das Essen rüber. Rüber. Und dann musst du Feierag. Okay, super. Und dann das Essen, du musst du rüberpassen. Du musst Leiche sammeln, dann kriegst du. Ich komme hier mal nicht wieder, weil sie sterben ist. Ah, okay. Ah, scheiße. Es geht hoch, geil, oder? Ja, wir sind Mom. So wie ein Granate hinzulegen, ich weiß es nicht. Ich gebe mein. Oh, wie lange muss dein Kübel scheiße, du probierst? Das ist auch Spaß, guck mal, das du musst. Ja, Bitch! Du musst mehr weit kommen wie ich, lo. Ich fand das nicht fair. Ich so lange und Dinge Blödsinn du gehangen. Man denkt, es ist mir auf Schwierigkeit. Das einfach! Nee, du sneaken. Doch. Hi.
Das sind echt schon mal mein Headset. Und ich mach nichts mehr für dein Spiel. Und so eine Eier Fries kannst du mir so den Buckel raufrutschen, dass du nicht mehr weißt, wie es ist. Ja, mein Kripo, da fängt es Spaß. Nee, das nicht, tut mich genervt. Ja. Ich streit mit dem Solver, Krito, durch, weißt du das noch? Durch den Scheißdreck. Weil ich den Solver vernannt habe, weil das Spiel mich so genervt hat. Meinst du, was du machen kannst, das hat heute da machen? Ja. Nee, ich hab noch dein Kühl 3 Stunden lang probiert. So geht der Löwen Alarm und er löst doch sowieso schon geschossen, oder? Oh, hallo. Was chasst du auf mich? Ich hab schon keine Ahnung, was du auf mich gerade chasst. Na wunderbar. Na wunderbar. Und ich bin dort. Egal, was ich schon mal an, ich bin den du nicht fragt. Oder ich meine sie nicht dort, mehr ich weiß. Mehr. Ich weiß aber nicht, wo ich dann hin muss. Nee, da kriegen wir Schnauze, das ist zu weit. Wo würde ich schon ungern lang sneaken? Gott, der Stimme ist los. Bei weitem aber nicht genug der Container da. Ne? Es ist so dumm, fängt Strohsried zu bauen, was lebt. Es sind so dumm, halt die Dinger, halt fragt zu machen.
Okay, ja, dann kommen wir schon an. Ich weiß nicht, ob du nervt, der Scheiß, du. Nein, bin ich da gepackt. Mhm. Na, du hilfst mir nicht. Wir müssen auch nicht anderes. Keine Team der Hoggeschoss und direkt dort. Ich verstehe nicht wirklich nicht. So. Olli, viel Spaß noch. Ja, okay. Ja, okay. Geh schon schlafen, Kevin. Ja, spät. Ja, aber der ist ja gut gesoffen, der Seele mit, hä? Ja. Olli, ciao. Tschüss. Wo hast du da, wohin du rackernd? Wieso gesehen schon nicht mehr? Ich verstehe nicht, wieso ich seine Dinge nicht für die kriegen. Ich verstehe nicht.
Das war eine andere Blume. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. This is. Ja, wollen wir ziehen, also schlau hängen, stundenlang halt Before we dive into our next election, durchschleichen. A few memento moris to elaborate on the formal structure of the symphonic work. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section. Oh, das war dumm, ja. Gerade wo sie optisch gucken, scheiß nischen dort. Finally, then savoring the vivacious anti-pasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. Ja, Oscar, Oscar.
Wir sind da nur so gut, war Beppo. Was? Und ist schon ein Ding ausgeschaltet. Und fehlen mir noch zwei. Und ich bin einfach so rundum gesnickt. Wer hat schon klopfen hier schon schwer? Fehlen also nur drei. Noch zwei. Oh ne, haben sie mich gesehen. Sie ist so dumm. Oha. War dumm, Beppo. Sorry. Das war nicht dumm, ich hab mich ein bisschen dumm gelöscht. Alle Hunde haben mich auch gesehen, alle hast einen Alarm gegangen. Das ist schlecht. Ja, Leute können noch Verstärkung und alles. Aber entweder ist das gut oder ist das schlecht, gell? Nee, ist kein Feind. Du hast falsch geguckt, das ist hier cool. Das ist blau. Dann aber auch kein Bein. Alle kommen so zu zwei auf mich. Das ist ein bisschen delikat, Babbo. Ja. Einer ist schon schwer mit zwei, also ein bisschen. Ja, aber sie kommen aber trotzdem immer, nehmen einen da rein, um zu loosen. Oh, den einen hat sich selber in die Luft gesprengt. Gut. Nimm mal Gogar. Oh ne, ich kann. Oh mein Gott, ich kann keine Waffe mehr. Mann, das ist ein Scheißgebäude, ich muss das neu machen. Hast du gemacht, Beppo? Ich hab meinen Start falsch abgebaut. Beppo, ich hab kein Dinger mehr. Kein Muni mehr. Ich muss looten gehen, das ist mega gefährlich gerade. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind. Oh! Oh! Viel! Viel Leute sind hier. Ganz viele Leute sind hier. Mann, halt doch ab! Matthäus! Oh mein Gott, ist hier gerade einfach fünf Leute rausgesprungen. Ah! Ah! So, machen wir das Lumm noch am Arm. Ich denke, das hat Mami Puppe gebaut. Also, Papa, das war maybe dumm. Das war schon kein Jolo, mei.
Ich freue mich, wenn ich schon meinen kleinen Acker sitzen bleibe. Und einfach warte, bis sie hinkommen. Alle sitzen halt gut. Nee! Himaline. Ruf. Okay, da tue sie verdammt viel Leute. Oh, da tue keine Schnitt hier, Papa. Du musst in der Schneewe. Ich klebe ganz viel um mich, aber nicht so. Okay, noch eine. Oh, wenn ich das nur so ein Tempo mache, fahre ich zwar in Ewigkeit. Mehr. Ich komme aber vielleicht gut raus. Oh nee, da könnt ihr von haben. Nee, so mein Taktik. Oh nee. Oh, ich war so gut, Mann. Ja, klappt schon. Positiv bleiben. Das war kein Taktik, was ich gemacht habe, das war einfach nur mal. Wir sind uns immer komplett von 4 Uhr fahren, weißt du? Können sie nicht da gut los, weißt du? Oh, ist hier so dumm. Okay, Leon, lust ich mich einfach stirben. Ich war dumm. Ich spiele also extrem anstrengend. Das Nervige ist halt wirklich, dass du immer muss von 4 Uhr fahren kann, da das. Mega nervig. Ja, wie war es für Drogangen, hallo, nicht? Nee, es muss keine Verstärkung kommen. Das ist okay. Aber bis Verstärkung könntest du eh verloren. Ja, komm, ich bleibe stehen, da sterben wenigstens.
Ja. Um 8. Oder willst du das auch entleider stellen? Mir, ne? Wie ich lasse auch mal Alessandra, war waren nicht so viele Leute im Matsch oder wo auch immer. Du weißt schon, ne? Was mit das, ne? Ja. Und gerade mit das finde ich gemeint, wenn du mehr. Ich verstehe nicht, du nicht. So schwer sind. Doch, anscheinend schon. Weil ich könnte nicht hin. Oh. Oh ne. Boah, ich probiere eine Einkehr, wenn dann nicht klappt, gehen schon mit. Oh, fuck, man. Mach das Ludur, gestürzt der Ludurgange für nicht. Okay, ne, schauen, ob wir heute Beppo, weil sonst Schwanz Computer fragt. Ich denke, so ob das sagt, eine ganze Zeit. Ich wollte das Lot beibauen und lusch ein fette Bier steht da geklappt. Ich soll nicht, dass wir bald nicht sein, wenn ich da. Hast du gesehen, immens. Na, ah, das ist schon gut, dass wir die Typen am Spiel. Am Anfang aus, das geht schon mega cool, weil das so eine Insellandschaft. Ich mache immer keinen neuen Start und fange ganz basisch an. Ich muss mal immer ins Spiel rückkommen. Das ist nicht so einfach, wie das ausgesagt. Warum mal ein nochmal Landschaft hat heute gesagt? Nur nochmal aus. Das
Wie sieht auch noch normal aus. Das Problem an dem Spiel, du musst egal wie ein Gegner mit Wasser holen, weil du musst doof Wasser können auftreiben. Ja. Du kannst aber kein Gegner holen, wo niemand Wasser an enger Richtung lebt, weil du musst ja das proper Wasser ziehen und du musst das knastisch Wasser auftreiben. Oh mein Gott, kompliziert. Am Funk ein Fluss wäre ideal. Und so mittig. Nein, mal das. Natürlich Europa, nicht Nordamerika. Ich mach mal alles. Ah, da kann ich keine Errungenschaften. Okay, das ist das schwere Wort der Errungenschaft. So, mache mein ganz neue Start. Mach dick viel Beam. Bauen wir direkt mal ein Industriegebiet. Das ist wichtig. Problem ist, hi. Wie meine Stadt. Wir machen ein zweispurig. Das ist mein Weltruf, hi. Da wo schlussend ist, wir müssen okay. Markhaft bohren, ich muss drei abstehen. Jo, andere. Siehst du mal Bescheid, was Klinik jo, wie sind geht. Da. Okay, dann bis mal. Bis mal, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Sind, weil sonst geht das nicht ab.
Hey, boom, das ist nicht schlimm. Ich kann Stoß wie parallel laufen lassen. Genau. Die so laufen, weil dann kann ich heim am Ufer sein. Viel zu kompliziert im Spiel. Du scheißegal, wie sie hecht. Wo man auch immer was Neues geholt. Gut geschafft, End. Sag es dir, der Fluss lebt heute.
weil da kann ich nämlich bei Duftwassersystem. Thank you.
ist okay, ja. So, da passt das. Dann das nämlich zweimal. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money into local That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Thank you.
Mann, wir werden ihn normal in den Stoß. Einfach zwei Spuren Schnee, eins. Wieso geht die so durch die Stadt? Nee. Ja, ganz stark an dem. Ganz stark. Man ist auf Fußgänger weh. Fußgänger. Wahnsinn, stumpf hier, nur einen Stoß zu bauen. Das hat kein Ehenspur schnell, natürlich nicht. Machen wir das auch nicht. Thank you.
nicht so dumm für den Stoß, aber dann sehe ich. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home, or wherever you roam. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money into local... That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance, and the economy is booming. More after this.
Also schaue ich schon ganz die Industrie ab. Sehr schön. Sarah's Day, ich muss Lo nach Wundgebiet machen. Warte, nie muss ich schon neu bauen. Thank you.
What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Thank you.
bisschen. Dass ihr euch jetzt fragt, wieso ich jetzt ein Hard-Save mache, liegt einfach daran, wir werden uns jetzt an dieser Basis festhalten. So wie die Stadt momentan ist, ist sie sehr gut. Wir haben genug Strom. Die Wassersituation ist, naja, noch nicht ganz perfekt. Oder Wasserverfügbarkeit, sehr gut, Wasser. Handel ist eher schlecht, also halb im orangener Bereich. Abwasserexport ist auch sehr gut. Momentan brauchen wir hier nichts weiteres zu machen. Aussieht, überall läuft's, so wie es sein soll. So, ich kann nicht meckern. Wir könnten uns noch ein bisschen Fläche kaufen, machen wir aber jetzt nicht. Die Idee, was wir haben, jetzt
so viel Müll haben wir ja noch nicht. Natürlich könnte ich die Mülldeponie kleiner setzen. Dann You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor. But I digest, to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money into local economy. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human psyche. Thank you, Professor. It is a question of priorities. Thank you.
Bevölkerung geht an Cloud. Steuerung. Statt plus mehr dauert noch ein bisschen. Thank you.
Attention. An air quality alert is currently in effect across the region due to unusually high pollution. Residents are strongly cautioned to remain indoors and use face masks as needed. Citizens with compromised respiratory systems should contact their healthcare providers for support. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the station for the cultural sophisticate who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Thank you.
Attention! An air quality alert is currently in effect across the region due to unusually high pollution. Residents are strongly cautioned to remain indoors and use face masks as needed. Citizens with compromised respiratory systems should contact their healthcare providers for support. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys? What? We're on the air? Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Thank you for listening to Second Moon. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. A housing shortage is driving up prices in the area. That's right, Glenda. But apparently, that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human psyche. Thank you, Professor. It is a question of priorities.
muss hier halt ändern. Das geht doch. Ich glaube, gucken, ob ich jetzt das hier halt ändern zu machen. Wichtig ist, dass ich. Guck mal, wie wir das neu machen, weil ich werde das heute noch nicht aufspeichern, weil ich will gerne eine Änderung machen, dass man ein Fettfeuerspürstoß bis zum Schluss laufen haben, wo man verschiedene Ersperrungen links agiert. Aber ich bin ziemlich zufrieden mit der Stadt, wie es so was. Dafür für okay, du. Ich weiß sowieso nicht, dass er drauf gespeichert wird. Wir wissen, was wir machen. Genau.